Mein Name ist Gabi Engelbart und in meinem Kanal geht es um die Themen Hundeverhalten und Hundegesundheit. Wir haben jetzt April und ja, die nächsten Gewitter sind nicht mehr ganz so fern. Und halt, auch wenn du sagst, oh, mein Hund ist ja ganz entspannt, überhaupt kein Problem, ich habe eine schlechte Nachricht für dich, das muss so nicht bleiben. Es kann natürlich so bleiben, aber nicht zwangsläufig, denn nach Schätzungen ist etwa jeder zweite Hund irgendwann in seinem Leben von Geräuschängsten betroffen. Was kannst du also machen, wenn du einen Hund hast, der bisher völlig entspannt gewesen ist? Nun, du kannst einfach dieses Geräusch mit etwas sehr Angenehmem verbinden. Mach doch mal eine Leberwurstparty. Das mache ich mit meinem Eddie. Der kommt aus dem Tierschutz. Der ist im August etwa 2 Jahre bei mir. Ist ein englischer Setter. Und immer wenn es halt so grollt, dann renne ich zum Kühlschrank und freue mich riesig und mache richtig Party. Und es gibt Leberwurst. Und Leberwurst liebt er über alles. Genauso kannst du natürlich auch vielleicht so ein Zerrspiel machen oder irgendetwas, was dein Hund so richtig gut findet. Und damit wird eine Verknüpfung hergestellt. Dann freut er sich, wenn es donnert. Und ja, und dann passiert irgendwas Sensationelles. Also mein früherer englischer Setter, der auch wirklich zur Jagd eingesetzt worden ist in Spanien, bei dem war das so, dass er anfänglich auch sich zu Silvester immer gefreut hatte, wenn es knallte, weil er dachte, es geht jetzt endlich los zur Entenjagd. Und aber dieser wirklich schussresistente Hund, jahrelang war das alles überhaupt kein Thema. Silvester blieb auch entspannt, aber er hat auf einmal ganz, ganz stark auf Gewitter reagiert. Und ja, und wie ich das in den Griff bekommen habe, dazu habe ich ja auch vor einigen Jahren ein Buch geschrieben. Das ist jetzt auch als Hörbuch erhältlich, aber dazu gibt es in den nächsten Videos noch weitere Infos. Liebe Grüße, deine Gabi. So, darf ich vorstellen, das ist der kleine Mann, von dem ich hier gesprochen habe. Das ist Eddie.